Okay, also wir haben uns eigentlich ja gerade mal als absolute Kulturbanausen entpuppt. Endlich angekommen. Hello. Und hallo zu einem neuen Vlog. Wir sind jetzt in Barcelona angekommen. In unserer Airbnb-Wohnung. In unserer Airbnb-Wohnung. Also wir bleiben hier nur eine Nacht. Was würdest du sagen? Dass sie so süß ist, die Wohnung. Der Vermieter ist auch richtig cool. Er ist richtig süß. Hier haben wir ein kleines Willkommensschildchen. Richtig süß. Hier sind Marie und Alex. Wir hatten auf jeden Fall eine ganz entspannte Reise. Und falls ihr euch fragt, was wir jetzt hier machen. Wir fahren morgen Nachmittag mit dem Zug weiter nach Figueres. Nee, Girona. Nach Girona. Und da werden wir dann von Alex' Eltern abgeholt. Wir sind nämlich wieder auf dem Campingplatz, auf dem wir schon letztes Jahr waren, falls ihr euch erinnern könnt, wo ich kiten gelernt habe. Zum allerersten Mal. Ja. Genau, und da waren wir letztes Jahr am Pfingsten und jetzt ist ja wieder Pfingsten gewesen im Prinzip, aber die sind schon früher. Und ja, deswegen dachten wir, weil ich noch nie in Barcelona war, weil wir da eh hinfliegen müssen, hängen wir da noch einen Tag dran. Also man kann hier ja in so Airbnb gerade zu zweit recht günstig übernachten. Ja, hier ist das Wohnzimmer. Da ist dann eine Küche und es ist für drei Personen, glaube ich. Also es gibt noch ein Schlafzimmer und noch ein einzelnes. Da ist die Küche zum Beispiel. Mini, klein. Das ist richtig praktisch, der Tisch. Ach, da geht es auch ins Schlafzimmer. Schlafzimmer. Oh. Ja, ist echt sehr, sehr süß gemacht. Hier. Willst du einen Tee? Ja, sehr gerne. Ich habe nämlich eine Blasenentzündung. Toll, gell? Beziehungsweise ist es schon wieder ein bisschen besser geworden, aber ja. Story of my life. So sieht einfach der Hinterhof hier aus. Wir sind gerade auf dem Weg zum Tapas-Essen. Das ist direkt neben unserem Haus, so eine Straße. Hat uns der Vermieter empfohlen, weil das nicht so touristisch ist und das relativ preiswert ist. Genau, und dann können wir jetzt gleich mal unsere Spanisch-Skills auspacken. Ich kann kein Wort. Ich hatte es in der Schule. Aber wie das halt so ist mit den Sachen, die man in der Schule hatte, weiß man davon dann einfach vier Jahre später nichts mehr. Und deswegen, beziehungsweise fünf Jahre ist es dann schon her, glaube ich. Ja, aber so Hola und so läuft noch, also. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Die Tapas waren richtig lecker. Und dadurch, dass sie so fettig waren, war es schon fast satt. War es echt so viel, ja. Jetzt machen wir so einen kleinen Spaziergang. Wie heißt die Statue, zu der wir hinlaufen? Boah. Muss ich wieder meinen schlauen Plan aufklappen. Wir haben wie so Touristen so einen Stadtplan. Statue de Colom. Colom. Naja, irgendwas. Von der Meer hier, beim Hafen irgendwie. Auf der Map steht, es ist ein Must-See, also. We'll see. Haben wir wohl was vergessen? Ich bin wieder in der Wohnung, wie ihr sehen könnt. Alex ist nochmal los, hat sich was zu essen geholt. Der kommt jetzt auch gleich wieder. Aber ich brauche einfach jetzt meinen Blasentee und das Bett und irgendwie Ruhe und in der Nähe ein Klo. Geile Information, Marie. Übrigens sind wir die schlechtesten Tapas-Bar-Gänger der Welt. Wir wollten ja so von Tapas-Bar zu Tapas-Bar gehen. Und wir waren in der ersten und haben uns eben diese Kartoffeln und diese Aubergine mit Parmesan und Honig, was übrigens mega lecker war, bestellt.
Und danach waren wir dann einfach voll. Und dann sind wir ein bisschen rumgelaufen und wie gesagt, Alex hat sich jetzt noch was geholt. Aber ich bin einfach satt. Wir schauen jetzt noch ein bisschen Prison Break. Wir sind fast fertig. Ich glaube, es fehlen uns noch 3 Folgen oder so. Und dann sind wir tatsächlich auch endlich mit der 4. Staffel fertig. Ich glaube, dann gehen wir einfach schlafen und stehen dann morgen früh auf, damit wir dann frühstücken gehen können und noch ein bisschen Barcelona im Speedtempo erkunden, bevor wir dann um 4:30 oder so, glaube ich, den Zug nehmen müssen. Na Schatz, wohin geht's jetzt? Breakfast! Yum, yum, yum. Mir geht's heute übrigens schon wieder ein bisschen besser. Und wir suchen uns jetzt einen Ort zum Frühstücken. Schaut euch mal dieses süße Haus an. Was passiert hier? Schmalste Treppenhaus überhaupt und kleinstes. Vor allem schmalstes. Also es ist zwar gerade etwas dunkel hier, aber vielleicht seht ihr das, dass das einfach nicht breit ist. Pfiuh! Vor allem das sieht auch geil, wie es da hochgeht. Stellt euch mal vor, man wohnt ganz oben. Wir haben uns gestern überlegt und muss hier einziehen mit einem Schrank und einem Bett und so weiter. In diesem Treppenhaus, oh mein Gott. Unser Gepäck sind wir losgeworden. Wir haben das eingeschlossen am Bahnhof. Total, total easy alles. Erst werden die so durchleuchtet, die Sachen. Also egal was, wenn man diesen voll Raum betritt. Wie am Flughafen, yeah, so, ja, voll so. Überall bei manchen Zuggleisen haben wir auch schon gesehen, muss man auch den Koffer nochmal durchleuchten lassen. Also ich hoffe mal, dass die nicht so dann nachher mit so Botschaften kommen, ja, das dürfen sie leider nicht mitnehmen. Keine Flüssigkeiten. Keine Flüssigkeiten. Was? Ja, ich denke, es wird alles ganz entspannt. Das Wetter ist richtig schön, wie ihr sehen könnt. Also mir ist in meiner Lederjacke ziemlich warm. Aber ich möchte lieber nicht unterkühlen. Aus gewissen Gründen, ihr wisst schon Bescheid. Deswegen lasse ich jetzt mal an und schwitzen halt einer. Und wir laufen jetzt auf jeden Fall gerade Richtung Sagrada Familia. Würde ich unbedingt anderes, sehen. Glaube ich. Ja, da laufen wir dran vorbei, ja. Aber so grobe Richtung ist ja vom Hauptbahnhof dahin. Ja, wir müssen jetzt halt so ein kurzes Touring-Programm durchziehen und dann um 4 schon wieder am Bahnhof sein, um dann unseren Koffer holen zu können und unseren Zug zu kriegen. So, kleine Kunst-Touristen-Exkursion. Hier stehen wir jetzt an dem Casa Batlló von Gaudi, 1877 gebaut, 1995 restauriert. Weiß ich nur, weil ich es gerade gegoogelt habe und es sieht richtig verrückt aus. Die Schlange dort ist ewig, deswegen stellen wir uns da jetzt nicht an. Aber was ich auf den Bildern gesehen habe, sieht es von innen echt richtig verrückt und cool aus irgendwie. Ein bisschen erinnert es mich so an Alice im Wunderland. Halleluja, ich bin sehr beeindruckt. Schade aber, dass so eine voll die Baustelle gerade ist. Mit Kran und Pipapo. Aber es sieht so beeindruckend aus. Okay, also wir haben uns eigentlich ja gerade mal als absolute Kulturbanausen entpuppt. Ich mecker hier rum, dass es gerade eine Baustelle ist. Die gute Kirche war ja noch nie fertig. Google, mein Freund und Helfer, hat mir verraten, dass sie einfach immer noch an diesem Ding bauen und dass es 2026 fertig sein soll. Richtig, ja. Und dass sie 1880 oder so haben sie erst angefangen, es zu bauen. Also ist ja noch gar nicht so krass alt. Und auch vom werten Herr Gaudi. Und auch vom lieben Herr Gaudi. Dabei ist Gaudi. Man weiß es nicht. Unser Mittagessen war total lecker. Wir hatten so eine Gazpacho. Also so eine kalte Tomatensuppe, falls ihr das nicht kennt. Da sind dann so Zwiebeln noch mit drin und so Paprika und sowas. Wir haben es damals in Spanisch, also ich hatte ja Spanisch in der Schule, haben wir das mal im Spanischunterricht gekocht, alle zusammen.
Voll viele fanden es richtig eklig, aber ich fand damals, fand ich schon voll lecker. Also ich habe es noch nie gegessen und ich finde es auch mega lecker. Muss ich mir mal vorstellen. Ich finde es richtig gut. So voll erfrischend auch, so im ja, Sommer. Ja, voll, ne? Wenn es so ja. warm ist. Und jetzt laufen wir auf jeden Fall zurück zum Richtung Hauptbahnhof. Bahnhof. Und dann in einer Stunde oder so fährt dann auch unser Zug. Was gibt's bei dir? Kiwi. Und das ist das erste Mal, dass ich so eine glatte Kiwi sehe, weil ihr habt erzählt, dass es verschiedene gibt und ich habe bis jetzt immer nur die haarigen gesehen. Ich habe eine glatte gefunden und die probiere ich jetzt mal so wie in Neuseeland. Das ist köstlich. Ja? Ich möchte auch bitte. Ich finde, der Geschmack erinnert so ein bisschen an Stachelbeere. Findest du nicht? Ja. Sieht auch so ein bisschen aus wie eine mutanten Stachelbeere. Oder wie eine Kartoffel. Aber Achtung, wenn du jetzt die ganze Zeit so isst, dann isst du gleich, bricht es in der Mitte durch. Mann, klar. Achso. Okay. Zu unserem Zug zu kommen war gerade mal der entspannteste Move der Welt. Also Alex hat uns so Tickets gebucht. So E-Tickets hatte ich als PDF auf meinem Handy. Wo hattest du die gebucht? Euro Group oder sowas. Und Rennfest, wir hatten das so auf dem Handy und ich dachte mir, das kann nicht stimmen. Und dann steht da irgendwas von wegen, ja, ein Handgepäck pro Person. Und ich dachte mir so, oh Gott, das wird jetzt noch eine richtige Fass. Und dann sind wir dahin, dann lässt du da dein Ticket ausdrucken an so einem Schalter. Und dann läufst du einfach durch, damit es so gescannt. Du musst vorher noch so durch so einen Security-Check. Da wird aber nur dein Gepäck durchleuchtet. Und ansonsten passiert gar nichts. Und dann gehst du runter, die erzählen dir oben noch, in welchen Wagen du musst. Wir sind runtergekommen, der Zug stand schon da, wir sind hier rein. Der Zug ist mega chillig, richtig angenehme Temperatur, richtig sauber, bequeme, geile Sitze. Das ist sogar wie ein ICE, finde ich. Platz wie in der ersten Klasse in der Deutschen Bahn. So, was man so sieht vom Durchlaufen. Ja, und jetzt fahren wir eine halbe Stunde und dann holen wir uns Alex Eltern ab. Genau. Echt lässig. Wir liegen schon im Zelt jetzt und schlafen gleich. Genau. Und wir hoffen, euch hat Barcelona auch gefallen, so wie uns. Also wir sind jetzt mittlerweile nicht mehr in Barcelona. Stimmt. Für alle, die das jetzt nicht verstanden haben. Wir sind jetzt in St. Pere Pescador bei Rossos. Auf einem Rossos. Campingplatz. Genau, auf einem Campingplatz. Und Alex' Eltern schlafen im Wohnmobil und wir schlafen in einem Zelt auf einer Luftmatratze. Das ist richtiges Neuseeland-Feeling. Und wir hoffen, dass sie keine Luft verliert. Wir hoffen, dass sie keine Luft verliert, aber letztes Jahr hat sie es nicht getan. Also hoffen wir ja mal, dass es so bleibt. Und dann werden wir jetzt einfach 2 Wochen voll Kiting, beziehungsweise 1,5 Wochen voll Kiting. Eigentlich nur noch eine. Morgen in der Woche gehen wir schon wieder. Ja, stimmt. So, also nur noch eine. Eine Woche voll Kiting haben. Und genau, die Vlogs werdet ihr dann auch irgendwann sehen. Genau. Je nachdem, wie wir Internet haben. Schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Genau. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.